Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute habe ich Post aus Japan bekommen, und zwar den Muji Aluminium Füllfederhalter. Ich werde heute im Review ein kurzes Unboxing machen, dann werde ich mit dem Füller eine Woche lang schreiben, dann berichte ich euch davon, dann sage ich was zu den Spezifikationen, einen Größenvergleich und ein Fazit und natürlich ein Schreibbeispiel. Legen wir mit dem Unboxing los. Der Füller kam hier in einem gepolsterten Briefumschlag aus Japan. Der Zoll hat den Füller nicht kassiert. Der Füller ist hier nochmal extra schön eingewickelt. Zack, und da ist er. Der Füller kommt einfach in einer Plastikfolie mit einer Beschreibung und einem Label. Ah, und eine Patrone ist inkludiert. Made in Japan, Japan, da kommt er her. Round Body Fountain Pen Fine Nib. Ah ja, also es ist eine F-Feder. Ja, was steht hier noch drauf? Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Tja, hier ist er. Der Muji hat eine internationale, also hier so ein international Standard Cartridge kommt da rein, also so eine sticknormale internationale Patrone. Also keinen eigenen Anschluss, würden also alle deutschen Standardpatronen reinpassen. Gut. Das ist wahrscheinlich ein Schwarz, wenn ich hier so unten den Boden richtig deute. Werden wir mal sehen. Gut, ich werde ihn gleich wieder zusammenbauen und dann eine Woche lang testen und danach sehen wir uns wieder. Bis gleich. Gehen wir kurz die Spezifikationen durch. Das Gewicht des Füllers beträgt 19 Gramm. Der Durchmesser des Füllers ist 1 cm. Die Gesamtlänge des Füllers beträgt 13,7 cm. Die Länge der Kappe sind 40 mm. Die Länge Schaft und Feder sind 126 mm. Der Füller ist made in Japan. Der Füller ist aus Aluminium gefertigt und hat eine Edelstahlfeder in F. Kommen wir zu den Eigenschaften. Ja, hier habe ich den Muji. Na, sieht auf dem Tisch, sieht er eigentlich schön minimalistisch aus. Gerade Führung, keine Schnörkel dran. Also vom Aussehen her gefällt er mir eigentlich ganz gut. Also er sieht ganz gut aus. Er ist sehr einfach gehalten. Hat hier nirgendwo scharfe Kanten, keine scharfe Kanten, also auch hier ist überhaupt nichts scharf, alles schön glatt. Könnte sich Parker vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen, dass das funktioniert. Er macht einen wertigen Eindruck, also von der Haptik her fühlt er sich recht hochwertig an, also wie so ein schönes Stück Aluminium, gefällt mir sehr gut. Ja, fässt sich gut an. Er ist sehr leicht, wie ich finde. Er hat ja 19 Gramm. Er liegt, wenn jetzt abgekappt ist, er ist halt sehr, sehr leicht. Ich merke jetzt hier schon, wenn ich ihn so halte, dass er hier nach vorne kippen will. Das heißt, der Schwerpunkt liegt auch hier bei dem Stift, so wie es meiner Meinung nach sein sollte, hier im vorderen Drittel, sodass ich rein theoretisch immer Druck auf der Feder habe, ist für den Stift aber leider zu wenig. Das heißt, wenn ich den jetzt hier so halte, muss ich den immer wieder weiter runterdrücken. Vom Sitz her muss ich sagen, mit meinen normalen Händen, man sieht es ja hier, geht es gerade so noch. Also nein, eigentlich, ich kann ungekippt, kann ich mit dem schreiben. Das funktioniert hier richtig gut. Also er ist nicht zu klein, nicht zu groß, also von der Länge her. Ist eigentlich so in Ordnung. Ja, was kann man noch zu dem Stift sagen? Was man sieht hier das Kappenende vom Design wird auf der anderen Seite auch nochmal aufgegriffen. Also jetzt hier von der Unterseite des Schafts. Und hier ist ein Spalt. Das ist die Frage, für was ist da ein Spalt? Kann ich euch zeigen. Das ist nämlich ganz lustig oder clever gemacht. Ich kann hier die Kappe abmachen. Man sieht, dass hier der Ring ein bisschen, also die Kappe ein bisschen reingeht, einspringt. Und ich kann die Kappe hier
direkt aufkippen. Das heißt, in den Spalt kann ich jetzt die Kappe reinschieben und mit ein bisschen Druck, gut, ich habe das jetzt 4-5 Mal gemacht, wahrscheinlich dehnt sich hier dann noch irgendwas oder, also jetzt zur Zeit lässt sich die Kappe auch aufkippen hier so, aber man muss das schon mit ein bisschen mehr Druck machen. Ich könnte mir vorstellen, je öfter man das macht, umso besser lässt sich hier das Ganze aufkippen. So sieht das Ganze dann aufgekippt aus. Kann man hier sehen, von der Länge her. Ist es, ja, ist mir eigentlich jetzt hier aufgekippt, ist mir das ehrlich gesagt schon persönlich zu lang. Der Schwerpunkt, wie ich ihn hier fühle, liegt ungefähr hier. Ja. Deswegen mache ich mal Kappe ab. Und dann ja, geht das. Was ich jetzt merke, ich habe jetzt hier nur eine Patrone drin. Ich habe jetzt die abgezogen, die Kappe. Und da, siehe da. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, es klappert. Ne, die Patrone sitzt doch drin. Aber wenn man das mal sieht, jetzt brauche ich mal eine zweite Patrone. Das hatte ich nämlich am Anfang auch schon gemerkt. Ja, wo kriege ich jetzt eine her? Jetzt nehme ich hier mal zum Beispiel von Airburn noch mal eine Patrone. Um euch das nur mal zu demonstrieren, was mir hier an dem Füller nicht gefällt. Also der kann zwei Patronen aufnehmen, der Füller. Stecken wir die mal rein. Machen wir mal zu. Also sitzt jetzt hier drin. Schrauben den zu. So. Und im normalen Füller klappert da nichts. Also es wäre fest. Aber wie ihr seht, ist hier wahrscheinlich das hintere Teil ist zu lang. Und deswegen bei einer Standardpatrone fängt es an zu klappern. Also, wieso macht man bitte schon sowas? Also, wer nimmt zwei Patronen auf und Muji verkauft auch hier die kleinen Standardpatronen, keine Großraumpatronen, beziehungsweise Großraumpatronen habe ich noch nicht gefunden. Und es fängt einfach an zu klappern. Ja, fand wahrscheinlich der Produktdesigner, fand das wahrscheinlich ein bisschen länger schön, aber dann hätten sie ja hier irgendwas einbauen können, damit es nicht anfängt zu klappern. Also hat mich anfangs ein bisschen gewundert, dass das Ding klappert. Fand ich auch doof, deswegen habe ich auch nur noch eine Patrone drin. Ich dachte, die ist jetzt auch rausgeflogen, aber die sitzt dann doch schon, ja, die sitzt fest hier im Tintenleiter drin. Also das ist gut gelöst, also die Patrone sitzt fest. Aber ich hätte halt hier, wenn ich dann meine Reservepatrone hätte, dann will ich, dass da nichts klappert. Muss jetzt mit einer laufen. Wo ich den ausgepackt habe, den Stift, also aus der Verpackung genommen habe, hat die Feder nach Käse gerochen. Also es hat gestunken nach Käse wie mein dänischer Käse, den ich sehr lecker finde. Aber er riecht halt. So hat der Stift und die Kappe hier gerochen. Ich habe den nochmal gereinigt und also die Kappe auch gereinigt, die Feder komplett gereinigt und jetzt riecht er nicht mehr. Also das war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass er so stinkt. Also beim Käse mag das ja sein, der ist auch nur ganz kurz an der Luft und dann ist er eh bei mir im Magen drin. Aber den Füller will ich ja nicht essen, deswegen fand ich das ein bisschen verstörend, dass er nach Käse gerochen hat. Aber man muss sagen, hier das Material, wie gesagt, fühlt sich sehr gut hochwertig an. Das ist hier ein Klickverschluss. Funktioniert ganz gut. Ich kann ziemlich schnell, ich brauche hier nicht drehen, damit ich ihn aufschrauben kann, sondern ich kann einfach hier so abziehen. Das heißt, wenn ich mal schnell ein paar Sätze schreiben möchte, kann ich einfach den hier so abziehen. Geht ein bisschen schneller als beim Drehverschluss. Das Aufkappen funktioniert halt hier, wie auch schon gesagt, gut. Er fühlt sich sehr leicht an, der Stift, je nachdem, wie man es mag. Also ich mag lieber, wenn der Stift ein bisschen schwerer ist. Und er ist halt hier auch relativ dünn. Die anderen Stifte, jetzt nehme ich hier doch mal. Hier habe ich einen Platinum Preppy. Ah ja, okay. Hinten ist er dann, würde ich sagen, gleich. Aber wenn man hier guckt, da wo man dann letztendlich das Griffstück hat, ist der Preppy doch ein bisschen dicker
als der Muji. Deswegen selbst der Preppy kann man besser mitschreiben als hier. Ist mir einfach, mir persönlich für meine Hände ist der zu dünn. Aber wenn man vielleicht kleinere Hände hat oder man das mag, dass man hier so einen dünnen Stift hat, dann deswegen schreibe ich zum Beispiel auch ungern mit hier so einem Stabilo, mit so einem Fineliner, weil die Dinger sind mir einfach zu dünn. Ja. Man kann mitschreiben mit normalen Männerhänden, aber ist nichts für mich. So, was habe ich hier noch auf dem Zettel? Ja, kommen wir hier zur Feder. Die Feder hat hier unten sitzt auf einem Kunststoff-Tintenleiter auf, also der ist hier aus Kunststoff. Und man sieht hier in der Mitte das F drauf für Fine und Iridium Point. Das heißt, hier vorne sitzt dann so eine Iridium-Spitze drauf. Boah. Von der Deko her ist sie auch relativ. Also sie ist nicht so schlicht wie zum Beispiel beim Pelikan Twist. Es ist hier so schön ein bisschen Schnörkel drauf, ist eine Edelstahlfeder. Ja. Die ist jetzt nicht hässlich, aber auch nichts Besonderes. Also ist jetzt keine Bicolor-Feder oder so. Ja. Die Fein schreibt wie eine EF. Und sie hat Feedback beim Schreiben. Das heißt, wenn man mit schreibt, sie kratzt nicht, aber man hört sie doch. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass die Feder eine F ist. Und deswegen. Ah, jetzt schon wieder alles trocken. Jetzt mal wieder so ein bisschen mal so. Jetzt. Wie ihr hört. Mal wieder ein bisschen mehr drauf geben. Das Problem ist auch, was ich bemerkt habe hier bei dem Füller, ist, wenn ich jetzt günstiges Papier habe, hier zum Beispiel habe ich eine Rechnung von Papier und Stift und. Gut, ist jetzt kein schlechtes Papier, ist sogar richtig dickes, aber ich habe bemerkt, auf manchen Papiersorten schreibt er hier eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, auch hier funktioniert es jetzt, aber ich hatte auch nochmal auf so einen quadratischen Notizblockzettel habe ich auch versucht, was drauf zu schreiben. Da kam eigentlich kaum Tinte raus, also hatte auch super Anschreibprobleme. Aber hier, ja doch, schreibt. Aber auf so einem kleinen Notizblockzettel, also hatte Probleme auf günstigem Papier. Ja. Was kann man noch zu sagen? Er hat ist mit Patronen befüllt, zwei Klappern. Mitgeliefert wurde eine schwarze Muji-Patrone. Die kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen, weil die habe ich dann entsorgt. Der Füller tropft nicht, das heißt, ich habe den jetzt auch ständig ein bisschen mit rum. Hier ist übrigens so ein Inliner drin, also nochmal, der ist jetzt nicht komplett aus Aluminium drin, sondern es ist noch so ein Kunststoff-Inliner drin. Der ist auch ein wenig käsefarben, also gelb, aber er riecht nicht mehr, hat am Anfang gerochen. Keine Ahnung, warum der so riecht. Ja, kommen wir hier zum Griffstück. Das Griffstück hat hier ein rautenförmiges Muster drauf, um hier mehr Grip herzustellen. Witzigerweise finde ich, dass ich hier auf dem Schaft mehr Grip habe als hier vorne. Also hier vorne, meine Finger, die rutschen hier richtig drüber. Was hier hinten an dem, doch so ein leichtes gebürstetes Finish drauf. Naja. So ein bisschen jedenfalls. Hier habe ich mehr Grip drauf als hier vorne. Also hier vorne ist es schon ein bisschen rutschig. Ist jetzt nicht so schön. Dann kann man hier sagen, also die Kante ist übrigens hier auch nicht scharf. Und wie geht es hier so weiter? In Aluminium geht es dann über. Und hier ist hier noch so einen schönen silberfarbenen Ring. Und dann kommt hier schon das Inlay, wo dann die Feder und der Tintenleiter eingesteckt wird. Das war es auch schon. Also sehr minimalistisch. Kappen wir mal wieder auf. Hier hinter dem Rautendesign kommt jetzt schon die Stelle, wo man dann den Füller aufdreht. Man muss sagen, ja, gut,
auf- und zuschrauben, das funktioniert. Hat auch nicht so viel Spiel jetzt. Also wenn zugeschraubt ist, ist der Sitz da bombenfest. Er schleift jetzt auch nicht. Also wenn ich jetzt auf- und zudrehe, ihr hört, da hakt nichts. Man kann schön, also es ist schön sauber gefräst hier das Gewinde. Seht ihr nochmal das Gewinde hier drin und da, so schön. Also man kann schön den Stift auf- und zuschrauben. Also da hakt nichts, da habe ich jetzt andere Stifte, halt jetzt auch gerade nicht hier, wo richtig beim Auf- und Zudrehen, wie zum Beispiel viele chinesische Füller, die haben das Problem beim Schraubgewinde, dass so richtig schön hakt. Also hier kann man sauber auf- und zudrehen, wie man sich das so vorstellt. Und bei einigen, ich weiß auch nicht, was die mit dem Gewinde machen, da hakt das so richtig beim Aufdrehen, macht auch. Und das ist dann hier nicht nur hinten, könnt ihr noch verstehen, weil wenn man mal eine Patrone wechselt, ja gut, dann hakt vielleicht das Gewinde. Aber das sind auch welche, die dreht man hier vorne, dreht man die Kappe ab und dann hat man schon keinen Bock mehr mit. Also man, wenn man schreiben will, dass dann hier vorne das Gewinde so aufeinander so reibt, das ist nicht schön. Aber hier doch, kann man ordentlich auf- und zudrehen. Haben sie gut gemacht. Ja, die Kappe sitzt fest. Dann habe ich hier einen Clip dran, der auch sehr minimalistisch gehalten ist. Der ist auch innen drinne, sieht man, ist er nicht hohl. Da ist dann auch nochmal was drin, weil bei einigen Füllern ist dann hier innen drinne der Clip auch nochmal hohl. Und dann sind hier die Außenflanken vielleicht ein bisschen scharfkantig und da hätte ich zum Beispiel, wenn ich mir den ans Hemd klippen würde, hätte ich vielleicht ein bisschen Angst, dass dann hier der Stoff eingeschnitten wird, aber ist auch nicht hohl und nicht scharfkantig. Man kann den jetzt, er ist relativ flexibel, also ein bisschen Kraft braucht man, um den jetzt hier abzumachen, aber funktioniert ganz gut und er sitzt relativ fest. Hier oben habe ich übrigens auch ein Loch. Ich könnte mir vorstellen, wir haben ja eben gesehen, dass hier ein Kunststoff-Inlay drin ist, dass hier auch der Druckausgleich passiert, wie bei dem Parker Jotta, wo ich mal bei Parker nachgefragt habe, für was das Loch ist. Das haben die hier anscheinend hier oben angeordnet. Dann haben sie hier die Hülse quasi hier oben ausgeklinkt und da sitzt dann der Anschluss für den Clip hier dran. Und oben drauf haben sie dann einfach hier so ein Teil drauf gesteckt als Endkappe, also jetzt Endstück. Jo, ganz gut gemacht. Kommen wir zu einem kleinen Schreibbeispiel. Das Problem ist von Haus aus, schreibt der Muji eigentlich nur, wenn ich feste aufdrücke und das kann ja eigentlich nicht sein. Also die Original Muji Patrone drin, also mit der Tinte, da müsste der eigentlich fließen. Das tut er aber nicht. Das heißt, er fließt nur, wenn ich stark aufdrücke. Und meiner Meinung nach dürfte das nicht sein. Also wenn ich hier ganz leicht drüber ziehe, kommt eigentlich überhaupt nichts raus. Und es fließt eigentlich erst Tinte, wenn ich stärker aufdrücke. Von daher werde ich jetzt die Feder auseinanderbauen, nochmal spülen. So, die Feder habe ich nun komplett gereinigt mit einer Ohrendusche. Habe sie dann hier nochmal abgezogen. Das heißt, man kann hier den Tintenleiter und die Feder zwischen die Finger nehmen und dann einfach rausziehen. Das funktioniert. Hab da auch nochmal geguckt, ob jetzt irgendwelche Verunreinigungen waren, waren nicht. Dann habe ich die Kappe auch nochmal gespült, weil die hat, wie gesagt, nach Käse gerochen. Die Feder auch. Jetzt riecht sie nicht mehr. Und habe die Patrone ausgewechselt, also habe die Muji weggeschmissen, weil es hat jetzt doch, also ein paar Tage sind vergangen. Habe ich die Muji-Patrone jetzt weggeschmissen und habe jetzt hier eine Faber-Castell-Schwarz-Patrone eingelegt und jetzt funktioniert der Muji. Keine Ahnung, ob es jetzt an der Feder lag oder an der Farbe, also an der Tinte.
Ich glaube eher, dass es hier an der Feder gelegen hat, dass da nichts geflossen ist, weil Muji bietet die ganzen Tinten auch an, die sie beilegen. Also man kann die schwarze Tintenpatronen auch kaufen bei Muji und von daher gehe ich davon aus, dass die Tinte doch eigentlich fließt. Man muss halt nur, also ich musste halt hier nur komplett alles nochmal spülen, dass da vielleicht Produktionsreste dazwischen waren und deswegen ist jetzt die Tinte nicht geflossen, aber sie fließt jetzt. Ja, kommen wir zum kleinen Schreibtest. Wir haben hier den, der lag jetzt 2 Tage einfach nur so rum. Das hatte ich schon mal gemerkt, dass wenn man den jetzt in längere Zeiten schreibt, das heißt, es sind jetzt 2 Tage, da trocknet der doch sehr schnell ein, wenn man den nicht jeden Tag schreibt. Mal gucken, ob man den jetzt hier zum Schreiben bekommt. So, fließt wieder. Das ist ein Muji Aluminium Füller. Also der Füller, der schreibt sehr, sehr, also hier vom Strich, es ist hier eine Fein, steht auf der Feder drauf, aber ich würde sagen, es ist eine Mischung zwischen extra fein und fein, was man hier als Western-Federn, also hier Westeuropa-Feder bekommt. Aber es liegt vielleicht daran, dass es ein japanischer Füller ist und die ganzen japanischen Füller sind ja auch immer ein bisschen feiner, also von der Strichstärke her als bei uns. Und von daher, bei uns wäre das hier wahrscheinlich eine EF. So, das Papier ist hier ein Rhodia Dotpad mit 80 Gramm pro Quadratmeter. Die Farbe, also die Tinte, wie gesagt, ist Faber Castell Schwarz. Das heißt, es gibt ja vom Faber Castell, ja, ich würde sagen, 2 Reihen. Es gibt die Faber Castell, das wäre, wenn man das jetzt auf Pelikan ummünzen würde, würde ich sagen, das ist eine Pelikan 4001 und dann gibt es hier noch die hochwertigeren, was heißt hochwertigen, die teureren Tinten, das ist dann Graf von Faber-Castell, das wären dann die Pelikan Edelstein. Also so habe ich mir das jetzt zusammengereimt. Also die Faber-Castell, wie gesagt, die sind ein bisschen günstiger als die Graf von Faber-Castell. Ich finde, der Füller, der schreibt sehr, sehr trocken, also es kommt nicht viel Tinte raus. Aber wenn er denn mal schreibt, dann schreibt er gut. Also man sieht hier, die Strichstärke ist auch gleichmäßig, also gleichmäßig eine EF hätte ich gesagt. Man kann auch jetzt, man könnte jetzt hier schnell so eine Unterschrift machen. Man muss natürlich sehen, wenn man jetzt hier mit schreibt, man muss immer einen leichten Druck hier drauf geben. Sonst, wenn ich den jetzt einfach hier nur so, also ich mag ja eigentlich, dass ich den Füller auflege und ziehe den und der schreibt. Das macht er hier halt nicht. Man sieht, der Strich wird immer dünner, wenn ich den jetzt einfach bloß so lang ziehe. Man muss halt doch schon einen leichten Druck geben, dass er dann ein bisschen mehr Tinte rauskriegt. Hier muss man, wie gesagt, einfach nur so ziehen. Jetzt schreibt er gar nicht. Einfach nur so ziehen. Ja, ist halt hier so, dass man ein bisschen mehr Druck auf die Feder geben muss, damit da Tinte rauskommt. Das ist zum Beispiel beim anderen Füller hier, der auch so dünn schreibt, der Platinum Preppy zum Beispiel. Habe ich jetzt gerade nicht im Griff bereit. Der Platinum Preppy, der hat ja auch so eine dünne Feder und da kommt einfach Tinte raus, auch wenn ich den jetzt einfach bloß so hier drüber ziehe, würde dann halt auch Tinte rauskommen. Ist hier leider nicht der Fall. Der Satz halt, wie immer, The Quick Brown Fox jumps over the lazy dog. Jetzt probiere ich mal Reverse Writing aus, das heißt, man kann die
Feder auch drehen, dass man quasi auf der Rückseite schreibt. Dann müsste rein theoretisch, kommt dann immer weniger Tinte raus. Mal sehen, ob das überhaupt klappt. Und man hätte dann hier, man könnte zwei Schriftstärken realisieren mit einem Füller. So, schauen wir mal. Ne, funktioniert mit dem hier nicht. Man muss sagen, beim Schreiben auch, dass man muss hier ordentlich Druck drauf geben und es ist für mich so eigentlich, als ob ich jetzt hier mit so einem Feinliner schreibe. Also das ist, ja, es ist mehr, als wenn man hier so, gibt es ja von Stabilo die Feinliner, also ist halt quasi so, als ob ich mit einem Feinliner schreibe. Vom Schreibgefühl her würde ich sagen, ist nicht so wie normaler Füller, es ist ein bisschen, weil ich halt auch ständig hier Druck auf die Feder drauf geben muss und weil er so dünn ist, ist jetzt nicht gerade so bequem zum Schreiben. Also ich habe den jetzt, ach, wie lange habe ich den getestet? Jetzt mittlerweile 1,5 Wochen vorbeigegangen. Ich habe immer mal wieder mit dem geschrieben. Also für kurze Notizen zu machen, ist ja gut geeignet, sieht auch schick aus auf dem Tisch. Aber wenn ich jetzt hier mal, ich habe auch noch mal längeren Text damit verfasst und ich hatte dann Schmerzen in der Hand, also ist halt nicht gut für längere Schreiben, für kurze Sätze oder so kann man benutzen, aber ich würde jetzt ungern damit länger schreiben wollen. Also mehr gefällt mir jetzt nicht. Man kann mit den Flexen, also man sieht es ganz dünn. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Druck auf die Feder gebe, dann kriege ich auch eine Linienvarianz rein. Sieht man, also er ist flexbar. Sieht man jetzt hier natürlich sehr schön, weil hier ist natürlich der Strich ganz dünn. Und wenn ich jetzt hier mehr aufdrücke, dann wird der Strich halt ein bisschen stärker. Joa, es geht. Also er schreibt, trocknet aber halt auch relativ schnell wieder ein. Man müsste halt täglich mal ein paar Wörter mit schreiben, damit er nicht eintrocknet. Wenn ich jetzt längere Texte oder wo ich damit längere Texte geschrieben habe, hat keinen Spaß gemacht, weil verkrampft sich so meine Hand. Also, weil ich hier ständig jetzt hier so Druck drauf geben muss, der ist auch relativ dünn und ja, fand ich jetzt nicht so angenehm zum Schreiben. Hier sieht man mal, ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu dem Füller, die habe ich mir hier mal aufgeschrieben und wenn man da jetzt mit mehr schreibt, dann recht dünn der Strich und so sieht es dann halt auch auf der Seite mit offen. Und wenn man jetzt ein bisschen kleiner schreibt, kriegt man halt viel mehr Text mit so einem dünnen Strich auf das Blatt Papier. Das brauchte ich jetzt hier so. Also sieht halt sehr leer jetzt aus, das Blatt, wenn ich so schreibe, wie ich sonst auch schreibe. Hier oben, was halt mit dem Stift sehr gut geht, man kann halt super zeichnen. Hier habe ich halt mal Phil Filler so ein bisschen gemalt, weil zeichnen kann ich jetzt nicht so gut. Also man kann hier mal so ein kleines Strichmännchen malen. Also das kann man hier sehr gut mit dem machen, aber es ist halt wirklich wie so ein Feinliner der Stift. Ohren dran. Paar Haare. So. Fertig ist mein neues Logo. Also wie gesagt, man kann schön zeichnen. Also es gibt ja viele Leute, die zeichnen mit solch einem Füller. Und das geht halt hier mit so einem Füller halt richtig gut. Also man kann damit gut zeichnen, aber längere Texte würde ich jetzt nicht verfassen wollen. Selbst hier, wo ich die jetzt ein paar Seiten geschrieben habe, war jetzt nicht so angenehm zum Schreiben, aber zum Zeichnen funktionierte halt sehr gut. Kommen wir zu einem kurzen Größenvergleich. Hier habe ich den Muji, dann habe ich hier den Parker Jutta, den Kaweco Student 70er Jahresstil, den Pelikan M805, den Platinum Preppy, den Pelikan Twist, den Kaweco Sport Classic und den Kaweco Lilliput. Kommen wir zum Fazit. Ich finde, der Stift an sich sieht sehr gut aus. Also vom Design her spricht er mich an. Also
Er sieht gut aus, wenn er auf dem Tisch liegt. Er sieht einfach gut aus, gut designt. Mir persönlich ist er jedoch zu leicht und zu dünn. Also man kann schnell mal kleine Notizen schreiben, das ist ganz gut für den Stift. Aber ich stehe halt doch darauf, dass das Griffstück ein bisschen breiter ist und nicht zu dünn. Also mir ist er hier quasi zu dünn mit dem 1 cm Durchmesser. Und er ist halt zum Schreiben, finde ich ihn jetzt so wie er ist, zu leicht. Wo der Preppy, ja, der Preppy ist noch leichter, aber irgendwie komme ich dann wahrscheinlich deswegen besser hiermit klar, weil hier vorne das Griffstück ein bisschen breiter ist. Also persönlich finde ich, komfortabel schreiben kann man mit dem Stift hier nicht, aber man kann halt sehr gut zeichnen mit dem Stift. Also wenn man zeichnen kann, nicht so wie ich, dann kann man damit glücklich werden. Oder wenn man halt kleinere Hände hat, dann könnte ich mir auch vorstellen, dann ist das was für einen. Persönlich finde ich hier auch die Fläche, die Grifffläche hier zu rutschig. Also man hat keinen sehr schönen Grip hier. Was ich doof fand, ist beim Auspacken, dass hier die Kappe und die Feder nach Käse gerochen haben. Ich denke mal, also für mich war es Käsegeruch. Wer anders riecht, da vielleicht was anderes. Also für mich hat er so gerochen wie starker dänischer Käse. Und deswegen musste ich, und er hat halt, wie ihr gesehen habt, er hat halt von Anfang an nicht geschrieben. Also ich musste ihn nochmal reinigen mit einer Ohrendusche. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, weil andere Hersteller, wie zum Beispiel Pelikan, kriegt das ja in einem Twist auch hin. Der kostet 7 Euro, dass die Feder schreibt. Dann Caveco mit dem Perkeo. Der kostet 12 Euro, kann man damit auch schreiben. Dann hier den Platinum Preppy, der kostet 5 Euro. Der kommt übrigens auch aus Japan, genauso wie der Stift hier. Und der schreibt einfach sowas von fantastisch. Da stinkt der hier ab. Wie gesagt, für längeres Schreiben finde ich den persönlich ungeeignet. Das Aluminium sieht sehr gut aus. Auch hier das Finish gefällt mir persönlich ganz gut. Die Feder ist sehr präzise, also man kann, also das Schriftbild ist sehr klar und schön fein, aber die Feder selbst ist von der Haptik her so, als ob ich mit einer Nadel schreibe. Also es ist nicht so, dass sie hier so schön flext oder dass sie ein bisschen weicher ist, es ist wirklich so, als ob ich mit einer Nadel schreibe. Oder ja, Nadel, Nagel, wird ja oft mal so in den Foren bezeichnet, kann man glaube ich so sagen. Also sie ist ziemlich hart. Ich würde jetzt als Fazit sagen, persönlich würde ich mir den Stift zum täglichen Schreiben jetzt nicht mehr holen. Wenn man mit zeichnet, ist er dafür geeignet. Ja, das war es heute auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Und weiterhin viel Spaß beim Schreiben. Ciao!